So. Wo haben wir denn hier unsere Tanker? Öltank. So, den fand ich ja klasse. Ne? Der hat's in sich. Der ist auch gut hier, ne? Aber der fährt ja nur 70 und der fährt 80. Hat zwar weniger Tonnen, aber der ist auch klasse. Aber wir werden den hier nehmen. Fangen wir mal mit einem an. Jetzt soll er seine Aufgaben kriegen. Das ist Treibstoff. Müsste auch irgendwo jetzt stehen. Pechteil, Öl, Kraftstoff laden, entladen. So. Kann der mehrere Fahrpläne oder nur einen? Da könnt ihr jetzt alle Tankstellen abklappern. Also die wird hier selten besucht, ne? Aber dann nehmen wir die mal als erste. So. Eins. Zwei. Das ist eine Tankstelle und ein Busendhalte. Und dann machen wir die hier extra hier hinterher, ne? Müssen ja jetzt nicht alles machen. Der hier. Und er könnte hier den Bauplatz auch noch mit beliefern. Im Prinzip den hier auch. Den und den und den und den. Ja. Müssen dann eigentlich mehr Vertriebsbüros sein. Es wird zu viel. Ja. Und den kann man auch noch. Und dann fährt er hier zurück, kommt da an. Könnte auf jeden Fall den hier noch. Feuerwehr braucht ja nicht so viel, aber der ist hier häufig unterwegs, der Bus. Da kommen viele vorbei. Komplette Belieferung. Überall. Überall 20% ist blöd. Da machen wir jetzt mal lieber 15, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da sind 15 schon gut angesagt. 35. Ja. 15 hat er nicht. Blöd. Blöd. Ich werde jetzt mal hier noch das Krankenhaus reintun. Und den haut er mir jetzt hier unten rein. Also würde das jetzt heißen, ich müsste jetzt komplett alles löschen. Das macht keinen Spaß. Wie füge ich hier noch was zwischen? Oder sucht er sich von selbst die kürzeste Route aus?
Das ist ja jetzt doof. Wir werden das einfach mal beobachten. Jetzt fährt er hier runter. Dann soll er hier den hier noch mitnehmen. Die Dienstleistung. Ne, so eine Art kleinen Kreis fahren hier. Die Dienstleistung. Und hätten wir hier noch eine Tankstelle, die aber so gut wie nie benutzt wird. Nur von dem einen Bus da. Wie viel haben wir jetzt? Eins. Zehn. So, jetzt wären wir hier bei den 10%. Da hätten wir das Krankenhaus schon nicht mehr mit dabei, aber es gibt ja auch noch mehr zu tun. Gut, dann machen wir jetzt hier 10%. Gutes. Dann beobachten wir das mal. Wieso? Fahrzeug entladen, Ladung im Gebäude, wenn die Lage der Gebäude zu einem geringeren Prozentsatz als diesem gefüllt sind. Naja, wir haben ja jetzt da so ein Minimaldings drin, ne? Das heißt, ich müsste jetzt hier, wo ich auf 50% gehen. Fahrzeugentladung, Gebäude, wenn die Lager der Gebäude zu einem geringeren Prozentsatz als diesem gefüllt sind. Verstehe ich nicht. Ich dachte, ich könnte sagen, du bei dir, du knallst hier 10% deiner Ladung raus. So, wir machen die Lager 50% voll. Okay, dann müsste der jetzt aber wenigstens losfahren. Oder gleich. Oder später. Ja, morgen. Jetzt gucken wir mal, dass das hier egal ist. Oh Mann. Und ich dachte, dass der LKW, sage ich jetzt mal, dass die das vom Verhältnis des LKWs aussehen, was ja auch vernünftig wäre, auch. Aber nee, die meinen den riesigen großen Tank. 9 muss sein, ne? So. Kann man nichts mehr sonst ändern, ne? Nein. Da sollten wir uns auch direkt noch einen zweiten holen. Tatsächlich könnten wir wirklich so eine gute Linie aufbauen, die alles abdeckt. Ne? Wenn wir hier noch mehr stellen. Aber wir fangen jetzt erstmal langsam an.
Und schon sind wir wieder im Spiel und dann gucken wir mal, was er gerade lädt. Er will schon wieder zuerst Bitumen laden. Das finde ich also überhaupt nicht so schön hier. Nach dem Alphabet, das immer zuerst geladen wird. So, und tatsächlich ist unsere Bitumherstellung geringer als die von Treibstoff. Man sieht ja jetzt, wie schwer er sich tut. Ja, dann kommt da mal wieder so eine halbe Tonne an oder gar nichts. Und das wollen wir jetzt hier mal kurz zeigen. Gehen wir erstmal hier aus der Ansicht raus. So, dann gehen wir jetzt hier auf unseren Treibstofftank und da kann ich euch sagen, der ist voll ohne Ende. Bitteschön. Und Bitumen für den Export leer. Da zieht er dann immer diese kleinen Fitzel raus, die da gerade kommen. Aber das kann ich nicht verstehen. Habe ich auch kein Verständnis für. Aber das werden wohl Entwickler nie so richtig in den Griff kriegen. Ja, das geht einfach dann immer nur nach B. Und ich weiß jetzt nicht, wie Treibstoff in den USA ist, aber auf jeden Fall wird das nicht der zweite Buchstabe im Alphabet sein. Ja. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als eigentlich drei Verladepunkte zu haben. Einmal für Rohöl, einmal für Treibstoff, einmal für Bitumen. Das kann man immer wieder noch setzen mit der Pipeline. So würde der jetzt zum Beispiel noch einen Abzweiger kriegen können. Die Straße müsste auch klappen. Ja. Direkt mal ausprobieren, ob der die Pipeline schafft. Ja, gekonnt ist gekonnt. Ja gut, ich werde den umsetzen müssen, da bleibt mir nichts anderes übrig. Die Baustelle wird immer größer. Jetzt müssen wir mal schauen, auch die Gleise umzuverlegen. Da reichen ja 70 für die Strecke hier. Nicht umzuverlegen, sondern... Ja. Oh nö, ne? Gut, was denn hier? Oh, jetzt aber. Wenn nicht da, dann wäre noch da gegangen. Gut. Könnte. Muss so eh und je gucken, ob das funktioniert hier. Dann geben wir das jetzt mal in Auftrag. Weil wir können jetzt nicht ein, zwei Jahre warten, bis das fertig ist. Dafür verdienen wir ja auch Geld, muss man ganz klar sagen, im Export, sodass wir das auch mit Arbeitern aus unseren Nachbarländern mal eben schnell erledigen lassen können zum Bauen. So. Können wir jetzt aber auch schon mal die Straße hier hinsetzen. Ich hoffe, du arbeitest da unten jetzt richtig. Ja, das macht Spaß. Nur jetzt wieder nicht. So, so aber.
Ach, hier oben musst du ja auch noch, ne? Na, du gehst jetzt nicht drüber, ne? Nein, du musst. Warum auch, ne? Ah, Gott, oh Gott. Ich gar nicht dran gedacht. Der Weg ist zu kurz, so wie ich das kenne. Oder der konnte, glaube ich, an Krümmungen nicht. Soll mal kurz hier ausprobieren. Ja, der braucht so eine gewisse Mindestlänge vernünftig. Ohne Kurve, schätze ich. Wollen wir mal unser Bestes tun. Alles ausprobieren, was geht. Aha. Genau. So. Der einfachste Weg ist manchmal der schnellste. So, du arbeitest doch jetzt hier, ne? Jo, gut, weitermachen. Jetzt könnte man das natürlich auch hier in Kies in Auftrag direkt geben. Ja, machen wir auch. Rettungsweg. Ja, immer von der einen Seite zur anderen ist besser. So, ah, da sind sie schon angekommen. Wunderbar. So, da müssen wir hier auch noch die Gleise bauen. Da müsste der ungefähr hier zum Einfädeln hinkommen. Das ist aber keine Zuglänge für den anderen. Dann würde ich mal sagen, ungefähr hier. So, können wir auch hier den Lehmweg mal abreißen. Der kostet uns ja nichts. Sag mal, so eine Zuglänge ist hier. Allerdings, wenn später die langen Waggons dran kommen, da wird das noch höher. Ja. Ungefähr. Wir können da schon bis hierhin ruhig doppelgleisig machen. Nicht einfach. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keine Fehler. So, jetzt Beton. Kann man ruhig auch schön parallel legen. Sollen wir das bis dahin machen oder bis da? Jetzt lieber so schön. Das will er aber auch nicht. Oh, was ein Knick. Aber den kann man ja beiholen. Richtig. So. Sieht doch gut aus, finde ich. So. Auftrag. Aha, für jeden einzelnen Abschnitt. Okay. Ja, ich würde sowas gerne vom Eisenbahnbauamt herstellen lassen, aber. Das haben wir alles noch nicht. Wir sind noch zu jung im Spiel, obwohl wir schon so lange spielen. So, den Weg mal wieder hinmachen. Also das Ziel ist wirklich später alles selbst bauen zu lassen vom Eisenbahnbauamt. Auch hier, dass dann später die Strecke hier rumkommt, durch den Berg führt, in unser Industriegebiet, zur Hauptstadt hin, nach Festia, wo wir hier oben so einen richtig schönen Personen Passagierbahnhof hinbauen fürs Neubaugebiet.
Ja, das soll dann alles mit eigenen Kräften gemacht werden, aber wir haben ja noch nicht mal ein Stahlwerk und gar nichts und das müssen wir alles noch bauen, Mann. Das ist so ein langer Weg. Der ist jetzt rot, weil der mit dem hier zusammenhängt und keine Unterbrechung da ist. Dann müsste hier ein Signal hin. Genau. Würde ich mal sagen. T678. Und da ward sie nie mehr wiedergesehen. Die gibt es nicht mehr zu kaufen. Dann nehmen wir die hier wieder. Oder die neue. M62 aus der Ukraine. Weil die ist jetzt sogar durchs DLC mit dazugekommen. Ich weiß es nicht. So, Waggons. Wenn wir jetzt auf Bitumen gehen, brauchen wir nicht so viele Waggons. Wagen. Tanker. Das haben wir schon gekauft, ne? Ja gut. Ich hätte ja so und so den Typ geholt. Das ist die Frage. Also eigentlich reicht ein Waggon, aber wir nehmen jetzt zwei, dann haben wir 40 Tonnen. Ja. Gut. Und das Schöne ist, wir können das noch weiter aufstücken. So, Fahrzeugplan. Hat er doch drei verschiedene Linien rausgemacht. Ist aber egal. Klick mir jetzt hier eine raus. So, und übertrag den Plan. Ich weiß nicht, ob die das jetzt schon konnten, hier drauf drücken. Das ging mal in der Anfangszeit noch nicht. So, klicken wir mal das Fenster weg. Kurz anlaufen lassen. Hat er nicht gemacht. Oder ja doch, es sind zwei Züge drauf. Gut. So, das ist der. Den klicken wir jetzt mal hier an. Und beladen. Bitu. Passt. Jetzt müssen wir den gleich sehr wahrscheinlich mal zum Starten bringen. Hier oben das Fähnchen und gib Gummi. Oder Stahl in dem Falle. Quietscht dir ein zurecht. Dann wollen wir mal sehen.
So, jetzt nehmen wir den nächsten wieder raus. Aus dem Depot. Das war unser neuer Bitum. Du startest jetzt. Das war richtig. Du bist schon wieder auf der falschen... Ja, ja, genau. Jetzt müsstest du normalerweise nach rechts fahren. Muss nicht, kannst. Ja. Jetzt ist ja hier frei. Ich dachte, du hast genug Sprit. Also ich frage mich, was das soll hier? Er hatte vorhin vollgetankt. So. Du musst jetzt den Bitum kriegen. Da kommt er. Super. Pause. Die 100% Sonnenschein. Schön. So. Jetzt werden hier beide verschieden beladen. Du bekommst Bitum. Was ja ewig dauert immer. Und du knallst dich direkt mit Treibstoff voll. So. Ein Eisenbahnbauer, bitte. Ja, jetzt kommt gleich mein Mod. Das kleine bauen wir nämlich. Das braucht weniger Arbeiter, nimmt weniger Platz weg und kostet auch ein bisschen weniger. Aber dafür kann es auch weniger leisten. Wenn wir jetzt natürlich Holzwirtschaft hätten, könnten wir auch die einfachen Holzgleise bauen. Aber ich muss ehrlich sagen, später wollen wir schnelle Züge fahren lassen und dann ist das blöd mit einer Begrenzung von 70 km/h. So, Eisenbahn. Ah ne, Bauämter hier. Bauindustrie. Baubüros. Und da haben wir es doch. Also wir könnten jetzt das ganz kleine machen mit nur einem einzigen Bauzug. Costa Quanta. $24.000, also ist nicht die Welt. Ja, ich finde den hier an der Seite ist vielleicht auch nicht schlecht. Wir werden so und so auch später hier irgendwo noch eine große Busplattform hinbauen. Das wäre dann zum Beispiel hier ein guter Platz. Eisenbahnbauamt. Zwar nicht ganz parallel zum Vertriebsbüro, aber so schon mal gut. So. Erstmal als Lehm bauen. Ist auch egal. Machen wir erstmal. Und da sind schon die ersten Baubüros beschäftigt damit. Wunderbar.
Wieder ein ekelhafter Regen. So, hier kommt jetzt unser Zug zurück. Wie schnell fährst du eigentlich? Ziemlich berghoch. 79. 80. Also der hat schon Geschwindigkeitseinbußen. Ich glaube, wir müssen später sogar größere Loks hier benutzen. Aber zurzeit kommen die ja gut klar. Na, der hat jetzt gleich erst, wenn der Zug runterkommt, seine 600 Tonnen. Das heißt, es könnten hier sogar zwei Waggons noch abgekappt werden, wenn wir wollen. So, der Bitum ist noch nicht voll, ne? Ne, der braucht ohne Ende. Na, er zieht. Es geht ohne Pumpe. Aber er zeigt uns hier nichts an. Im Gegensatz zu dem, der zeigt uns an. Verfügbare Ressourcen. Aber egal, wenn es doch klappt, ne? So. Die andere Möglichkeit wäre, die Lager sind alle voll mit Treibstoff, genau, 50% voll. Wow, da haben die zwei das jetzt hier alles geschafft? 50% voll, so schnell geht das? Wow. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Das hat also nichts mit dem großen Tank zu tun gehabt, sondern die sind einfach voll. Das heißt, wir könnten hier wirklich noch mehr Gebäude dranhängen. Zum Beispiel die ganze Bauindustrie. Der hier wird ja auch schon angeliefert. Dann mache ich mal eben Pause. Und werde da noch ein paar hinzuziehen. Ich meine, dass sie zu 50% voll sind, reicht völlig aus. Gut, dann machen wir noch ein paar. Plus 10 können wir noch. So, ihr könnt zum Beispiel hier oben 1, 2, 3. Vier, fünf, sechs, sieben. Ich glaube, Krankenhaus ist noch nicht. Acht. Oh. Hier unten war noch was, ne? Nee. Hier ist eine Buslinie. So, jetzt hätten wir noch zwei frei. Also die Tankstelle finde ich auch mal sinnvoll. Fangen wir mal, ja, so ein bisschen. Oh. Und du auch hier. So. Jetzt müsste man schon wieder ein zweites Vertriebsbüro haben, um noch mehr zu verteilen. Aber da haben wir schon mal sehr viel, weil gerade Kies wird viel gemacht und die Bauindustrie und die Dienstleistungsbüros, ja. So, dann macht mal weiter. Ah, der erste fährt los. Das heißt, wir werden demnächst, man sieht schon hier oben, immer mehr Dollar überhaben, weil das ja mehr mit Dollar alle finanziert wurde.
So, die Lebenserwartung 57 Jahre. Ein paar Leute gestorben. Bitter, bitter. Müssen wirklich was gegen die Umweltverschmutzung tun. Wir haben ja jetzt keinen Winter mehr. Dann schalten wir mal das Kohlekraftwerk ab. Abschalten. So. Jetzt werden wir sie wahrscheinlich auch abreißen. Ich muss hier oben eins hinbauen. Schön weit weg. Es wird auch wieder so ein Unterfangen. Aber hier war irgendwo so eine Villa, die nur dort arbeiten sollte. Wo ist sie denn? Hier. Heizwerk löschen. Zack. Löschen. Und jetzt ist, glaube ich, alles normal gewesen. Jo. Gut. Kindergarten. Kindergarten am Heizkraftwerk. Jo, gut besucht. Den Kindern macht die schlechte Luft nichts aus. Sie haben ja auch noch genug Lebensjahre vor sich. So, ich hätte ja jetzt gedacht, das Kohlekraftwerk entweder hier unten hinzubauen. Ganz weit weg. Ne, da wird das schon hinpassen. Kann er da auch direkt Wasser ziehen? Tee. Ja, die Gesundheit. Also ich sag mal, man muss sich das vorstellen, wenn die anstelle von 70 nur noch 55 Jahre alt wären. Da sind das so um die 20, 30% ihres arbeitsfähigen Alters, in dem die nicht arbeiten können. Und vorher stecken wir da, bis die 20 sind, teuer Geld in Kindergarten, Schule und Universität rein, als auch Kleidung, Essen, Nahrung, alles drum und dran. Und dann ist diese Effektivität für diese Investition unserer jungen Staatsbürger, die ist dann zu gering. Und darum sollten wir schauen, dass die möglichst lange am Leben und arbeitsfähig bleiben. Haben ja alle was von, die ganze Gemeinschaft. Ist ja kein Ausnutzen. Ich glaube, jeder freut sich, wenn er ein bisschen länger leben kann. Bei guter Gesundheit. So, Heizkraftwerk. Ich baue das jetzt einfach erstmal hin und dann wollen wir mal gucken, was für Probleme ich kriege. So, hier wäre genau schön weit weg von anderen Sachen. Kann ja auch sein, dass der große Schornstein die Abgase richtig weit wegträgt, ne? Und dass man das sogar näher an eine Stadt bauen kann. Aber da bin ich mir nicht sicher. Hier bauen wir uns mal hier hin. Und ich werde für die auch ein extra Hochhaus bauen. So, ihr könnt eine schöne Straße bauen. Wunderbar. Warum ist die Straße hier eigentlich noch nicht fertig? Sind die alle faul oder was?
So, zugewiesen. Gut. Kraftwerk. So, jetzt müssen wir richtig dicke, fette Pipeline-Rohre hier runterlegen. Ja, ich weiß bis jetzt noch nicht, wie ich das machen soll. Wir schauen uns mal den Untergrund an. Hier haben wir unsere Heizungsrohre. Schön vermischt mit allen anderen. Das geht hier kreuz und quer. Und der Druck, der muss ja stimmen. Also ich hätte am liebsten, man könnte es schaffen, hier vom... Das neue Kraftwerk hat gar keine Rohre, richtig. Also das heißt, hier müsste auf jeden Fall ein Heizverteiler hin. Also Wärmetauscher. So, hier ist das alte Kraftwerk. Unser erstes. Ja. So, da gehen zum Beispiel zwei Rohre runter. Da könnte man so eine Art Verteiler machen und dann gehen wir damit das dick mit dem dicken Rohr rein. Das heißt, die Leitung hier, die könnte auch dann schon gebaut werden, was Ewigkeiten dauern wird. Wir haben jetzt 20 Grad draußen. Wir haben April. Wir wissen aber nicht, ob der fertig wird. Da gucke ich mal. Wir jetzt hier so einen Hauptverteiler haben. Mal gucken. Wärmetauscher. Dick und fett. Die Frage ist, kriegen wir da auch die... So, das ist der Tauscher. Heizpumpstation. Können wir da überhaupt mit den von den großen in kleiner rein? Das ist ja auch die Frage, wissen wir nicht. Warum speichere ich jetzt erstmal? Okay. Hätten wir jetzt hier die Heizpumpstation. Da steht nicht Eingang, Ausgang. Ich sag mal, das wäre jetzt hier der Eingang. Hier würde es gehen. Jetzt schon gesetzt? Nö. Ah, der Flughafen ist zu nah dran. Wird das jetzt nur hier hinsetzen? Da kommt er. Oder wir setzen den erst hier unten an, ne? Hier zum Beispiel. Könnte man mal ausprobieren.
Genau, ich wollte ausprobieren, ob die dran gehen. Weil noch ist ja kein Geld ausgegeben worden. Sehr große Rohre, klein. Die großen Heizungsrohre sehr klein. Jo, die passen dran, die kleinen. Das heißt, wir können da tatsächlich den in einer Aktion von heute auf morgen austauschen. Das wäre wichtig. Da bräuchten wir da jetzt nur ein fettes Rohr runterlegen. Könnte aber auch ein fettes Rohr hier. Jetzt mal erstmal gucken, wie viel liefert der denn an Strom. Heißwassertank. 60 Kubik pro Tag. Also wenn wir den hier geradeaus hier runtersetzen, dann wäre der da an der Stelle. Dann geht er hier nach links. Dann zwei raus. Dann haben wir immer noch Platz, um von da aus noch mal einen rauszuziehen. Okay. Könnte man so ziehen und dann schön die Straße runter. Hätte auch Sinn. Ja, und da kommt der da ja auch schon so gut wie an. Gut. Machen wir mal unser erstes Rohr. Können überirdisch gehen. Ist billiger. Kann ja mal testen. Groß. Meter. Das ist schwierig zu testen. So, jetzt haben wir hier, da kann man nicht mal irgendwie 100 Meter haben, ohne Ärger. Da haben wir sie. So, 100 Meter entspricht 9.300. Und unterirdisch. Viertausend mehr. Also ungefähr 50% mehr. So, wenn wir jetzt hier runter gehen. Was wären jetzt hier? Also der Berg scheint da jetzt nicht so viel auszumachen. So bei 250 Metern. Ach, war jetzt 200. Kann man besser abschätzen. 51.000. Das ist schon der Berg. 51.000. Das kann er nicht. Das ist einfach zu kompliziert. Da versuchen wir hier mal. Gehen wir einfach über die Straßen. Boah,
kommen. Wir müssen 8 Meter, schafft auch nicht hier. So, 200 müssten wir absetzen, doof. Gut, dann ziehen wir mal hier die Straße entlang, 200 Meter. Geht hier auch. Ja, das ist wegen den Steigungen nicht leicht. Dann sind wir bei 18.000. Da 18.000, knapp 19. Nochmal unterirdisch testen. Weil jetzt hier genau in die Straße gehen. Mag er nicht. Mag er auch nicht. Das Mager 200. Habe ich da was Falsches geklickt? Da will der auch nur 22.000 haben. Also ist ein bisschen teurer. 19.000, aber dann 22.000 und dann 3.000 mehr. Also das wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir entlang der Straßen jetzt hier das ziehen. Kommen wir auch recht günstig weg. Da bräuchten wir dann nicht überirdisch. Werde ich mir mal überlegen. Fürs nächste Mal. So, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und Interesse. Ich werde das schön zusammenschneiden zu einem Filmchen hier auf YouTube dann veröffentlichen. Kann aber ungefähr eine Woche dauern, weil ich da schon so viele Sachen habe, die jeden Tag veröffentlicht werden davon. So, dann also tschüss und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.